Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute heißt es, Segen, Segen, du musst wandern. Ich lese aus der Neues Leben Bibel. Psalm 129, ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt. So soll Israel sprechen. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt, doch nie konnten sie mir ernstlich schaden. Mein Rücken ist mit Narben überzogen, als hätte ein Bauer lange Furchen hineingepflügt. Doch der Herr ist gerecht. Er hat die Fesseln durchtrennt, mit denen die Gottlosen mich gebunden hatten. Alle, die Jerusalem hassen, sollen beschämt zurückweichen. Sie sollen sein wie das Gras auf den Dächern. Das verdorrt, noch bevor es halb gewachsen ist. Dass der Schnitter übersieht und der Garbenbinder verachtet. Und die Vorübergehenden sollen nicht sprechen. Der Segen des Herrn ruhe auf euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Es war früher anscheinend üblich, sich gegenseitig Gottes Segen zu wünschen, auch den Ungläubigen. Im Matthäusevangelium Kapitel 10 lesen wir von einer Geschichte, in der Jesus seine Jünger ausschickt, um in Israel den Menschen zu sagen, dass Gottes Reich nahe herangekommen ist. Sie sollen heilen, kranke Menschen, Menschen, die an Aussatz leiden, sie sollen Tote auferwecken und sie sollen einfach zum Segen werden. So wie sie Segen empfangen haben, sollen sie ihn weitergeben, ganz umsonst. Deswegen sollen sie auch kein Geld mitnehmen, keine weiteren Sachen, sie sollen sich auf das verlassen, was sie vorfinden. Die Jünger sollen also von Haus zu Haus gehen und dort in den Häusern die Menschen segnen. Und wo dieser Segen aufgenommen wird, wo die Botschaft vom Reich Gottes ankommt, da wird der Segen auch bleiben. Wo er allerdings nicht ankommt, wo die Menschen sich dagegen wehren oder es nicht annehmen wollen, da sollen die Jünger auch weiterziehen und in anderen Häusern den Segen verteilen. Und so gilt auch für uns heute noch. So wie wir Segen empfangen haben durch Jesus Christus, sollen wir ihn auch an andere Menschen weitergeben. Und das ist die gute Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe herangekommen. In der nächsten Folge richten wir den Blick in die Endzeit. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.